Hier zeige ich euch jetzt mein Lenkrad. Es sieht natürlich aus wie so eine Raumfähren-Kontrollzentrum. Es ist unglaublich kompliziert. It has like 26 buttons and switches altogether. Sehr, sehr viele Knöpfe. Aber mit der Zeit habe ich dann schon einen guten Überblick und weiß auch, wo alles ist. Um ein paar Beispiele jetzt zu nennen, zum Beispiel hier ist der Knopf, den drücke ich, um das KERS zu aktivieren, also um die extra Beschleunigung zu kriegen. Hier ist mein Getränkknopf, da wird dann so eine kleine Pumpe aktiviert und dann kriege ich mein Getränk. We have our default switches here, pit speed limiter, neutral, DRS, launch for the start. Hier ist Harvest, den Knopf kann ich drehen und dann habe ich mehr oder weniger Energiegewinnung fürs KERS. Hier habe ich meine ganzen Differentialknöpfe, da kann ich die Balance des Autos sehr beeinflussen, die ganzen grünen. Dann habe ich hier Benzinmenge, also Spritmischung. Hier habe ich, die Funktion ist für meine, wenn ich Gas gebe, wie sehr ich das Pedal bewegen muss, um dann wie viel Gas zu kriegen im Motor. Hört sich recht kompliziert an, aber ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. On the display here, so you have all these lights here, so when you're accelerating, the lights they increase up here, and this is once they get to here, this one you shift up gears. And these, the two outer ones, you have the when there's a yellow flag, those two, the two yellow lights flash. If a red flag comes out, the bottom red lights come on. You have your gear sitting in the middle here. Here you have your delta time, so compared to your best lap, it'll tell you whether you're plus 0.1 of a second or minus or whatever. Then you can have your speed here, or you can have engine temperature or whatever you really want on the dashboard. But for me, I just have my lap time and my delta. Hier habe ich jetzt Kupplungseinstellungen und hier, weil kein Platz mehr war, haben die hier so ein riesen Menü-Ding gemacht, um noch alle anderen Funktionen zu erwischen. Hier ist Boxenstopp, Limiter, also diese 100 km/h, neutral beim Boxenstopp, Radio, Heckflügel, wieder Differential. You have to study this. This is your Bible. To understand, to be able to utilize the you know, the diff controls that you have, the engine mixtures and all those kind of things. And you have to do that whilst you're racing. You shouldn't have to think about it. If you practice a lot in testing on a simulator, the feeling that changes the car in some small way when you're entering the corner or halfway through the entry of the corner, or you change one bit here and it gives you more understeer or less understeer. So you get used to those kind of things and you put it into your memory bank and you remember it for the next time. Also wie Sie sehen, extrem kompliziert. Und das war's auch noch nicht. Ich habe euch jetzt die Hinterseite nicht gezeigt. Da sind auch noch ein paar Knöpfe, aber die bleibt jetzt mein Geheimnis.